Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem oberbabomäßigen aussehenden Medi. Und wir sind heute mal auf einer anderen Map zu Gast. Auf Basra spielen wir heute Rush und jetzt greifen wir die hier an. Und ich schau mal, wie ich mich hier so durchschlage. Den wollte ich jetzt noch schnell down machen, aber töten, eher gesagt, in dem Sinne. Aber da kam er mir zuvor. Mal schnell nachladen noch. Oh, mit der L 85 A2 oder so habe ich da hier nichts entgegenzusetzen. Der Traktor. Auch lustig, der Traktor. Warum ich da jetzt eigentlich mit der Pistole vor uns drauf gegangen bin, weiß ich auch nicht. Der Pazifist 123. Gut, jetzt haben wir ja noch die QJ8 88 mit. Da hat er noch drauf gewartet. Oh, das war Mist jetzt. Dem wollte ich noch eine reinwürgen, aber da hat er anscheinend ein bisschen bessere Karten gehabt. Und dann ziehen wir jetzt gleich wieder vor. Also man sollte sich hier nicht zurückgeworfen fühlen, sondern immer schön drauf gehen. Rennen wir hier mal zu B hinter. Hier ist jetzt ein. Oh, da war einer. Jetzt haben sie A verloren, jetzt werden sie alle zu B kommen. Und dann müssen sie natürlich hier vorbei. Und da haben wir einen schönen Pistol-Kill gelandet. Hier haben wir noch ein Medipack hin. Wollte jetzt einfach mal ein bisschen noch mit der Pistole reinhauen hier. Noch ein bisschen vorrushen. Könnt jetzt, ob ich mache es einfach mal hier hinter. Da haben wir noch einen geholt. Den zweiten Kill mit der Piste. Das geht irgendwie so ab. Weil ihr einfach mal reinhaut. Obwohl es, ich weiß nicht, ob das welche das ist. Ob das die Anfangspistel ist oder schon eine andere. Einfach mal aus Spaß hier ein Granätchen reinhauen. Damit sie jetzt wissen, wer Oberbarbe kommt. Oh. Kommen jetzt alle hier lang gerannt? Das war jetzt ein bisschen dumm, da mit der Pistole drauf zu gehen, aber ich habe gedacht, wenn er mich schon nicht sehen sollte, warum nicht probieren, ne? Aber jetzt genau, jetzt weiß ich, warum ich das nicht probieren hätte sollen, ne? Nicht hätte probieren sollen. Feind eliminiert, ordentlich. Da ist jetzt keiner mehr, gut. Da ist jetzt auch einer. Mist. Gehen wir hier hin.
schnell weiter rennen. Na, wo ist denn jetzt hier einer? Nirgendwo ist ja einer. Jetzt geht's hier weiter, noch einen hin. Kaum mal ein Granätchen für die Damen. Und jetzt rücken wir mal nach vor. Noch ein Granätchen. Jetzt holen sie die von hinten alle. Das ist jetzt schlecht, ganz schlecht. Ich mache jetzt einfach mal wieder Oberbabo auf Zack und rein. Ohne Spaß, kein Fun, ne? Gut, gegen die Combat ist er dann ein bisschen schlecht, ne? Aber da wäre ich mit meiner anderen auch nicht schneller, viel schneller gewesen. Und die sind jetzt auch schnell weg. Das heißt, es macht jetzt richtig schön Spaß hier drinnen, die ganzen wegzuholen. Aber wir haben fast verloren. Also wir müssten jetzt schnell mal den ihrer Funkstation in die Luft jagen. Schön, wenn sie da ein Dingspawn hinmachen. Okay, wo war jetzt die Combat? Würde ich jetzt... Oh nein, scheiße, der war dort gewesen. Ich dachte, da war keiner, aber ich dachte, die haben da... Wir haben da ein Dingens, Verstärkungsspawn? Ja, haben wir ja auch. Ah, so. Noch ein Medi. Scheiße. Granate. Raus. Und noch eine Granate. Es dürfte eigentlich normalerweise keiner mehr von uns umkommen. So, wir haben sie scharf gemacht und hochgejagt. Jetzt konnten die nichts mehr gegen uns machen. Da hinten war jetzt irgendwo einer noch. Ich stehe jetzt gerade ganz ungünstig. Gut, und jetzt positionieren wir uns erstmal wieder und schauen, wo hier was ist. Jetzt wird vorgerückt, Granätchen für die Damen und weiter geht's. Hier ist niemand da. Medipack. Weiter. Vorrücken. Da, schnell. Da könnte ich noch schnell ausreißen. Der braucht doch Medipack, also warum holt er sich denn keins? So. Den haben wir uns noch geholt hier. Und noch ein... Na, Granaten habe ich nicht mehr, oder was? Hallo, Alt-GR. Habe ich nicht mehr, okay. Weiter vorrücken. Scheiße, ja, ja. Und da war sie und hat uns geholt. Oh, jetzt rücken die hinter... oder vor. Wie man das halt sehen will. Die B haben wir uns schon geholt. Da oben ist einer. Ja, haben wir drei gekriegt.
Zurück in den Kampf. Strafung, Soldat. Wo sind denn die, verdammt nochmal? Gehen wir einfach auch mal auch hoch. Wir sind ja ganz Mainstream jetzt auf einmal. Und jetzt war einer von denen, gut. Ah, Junge, erschreck mich nicht so. Haben die sich den Punkt auch noch geholt hier? Einfach mal bitte Dauerfeuer. Hat jetzt nicht geholfen, also rücken wir weiter vor. Wir haben uns kranke Lager. Kommt hier jemand? Genau, mit Pistole vorrücken. Na, haben die da jetzt was reingehauen hier? Ich rücke erstmal vor. Es geht hier ja rasend schnell auf Basra. Ist relativ lustig. Ich habe Basra noch nicht zuvor so oft gespielt oder so intensiv. Erstmal noch Granate. Ach, da war einer von denen. Da hinten. Ah. Da muss man aber auch immer erst sehen, ne? Hallo? Ah ne, ich habe keine Granaten mehr. Die sind alle da hinten. Da haben wir jetzt nicht gerade viel ziehen können. Habt ihr gesehen, nur ein 22er Schaden. Heute ja mit dieser QJY88. Und ab und zu mal einen kleinen Schaden reinhauen hier. Das bringt dann im Endeffekt nicht sehr viel. Jetzt auf der anderen Seite lang. Der macht jetzt da lang. Machen wir hier rüber. Da jemanden ziehen. Ziehen wir einen 50er Schaden. Solange er uns nicht merkt, ist das noch alles gut. Und dann haben wir hier mal ein Medipack hin, aber ich glaube, hier wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ne, wird sich die meiste Sache jetzt hier abspielen. Schlecht, 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 schlecht. Ganz, ganz schlecht. Da war gerade einer? Nein?
noch nicht gereckt, ne? So, na, wo sind sie? Ich habe hier schon eine schöne hochgelegene Position. Aber die reicht anscheinend nicht aus. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Hauen wir hier ein Medipack hin. Und da ist niemand. Weiter geht's. So, einmal hier barrikadieren. Da ist schon ein bisschen mehr los. Seht aber die Sniper-Front hier. Ihr merkt, mit meiner QJY88 kann ich nicht gerade viel gegen so eine Karabiner aussetzen, entgegensetzen. Da wäre ich hier mit einer IAR schon besser bedient. Die ich ja auch habe, aber heute nicht im Inventar habe, weil ich ja auch mal andere Waffen. Da war jetzt einer. Den holen wir uns doch gleich. Wer doch gelacht. Mist! Hat er mir jetzt wirklich mit der AKS-74U einen Headshot verpasst oder was? Nee, das ist jetzt nicht gerade ein Ernst, oder? Mit so einer binsigen Waffe, ich meine, die ist für einen Pionier, man kann sie aufmotzen mit ordentlichen Dingen, aber selbst dann ist die nicht so harte, dass die, ne, so richtig doll einen reinklatscht, aber anscheinend doch. Die wollen uns ja anscheinend daran hindern, dass wir hier ordentlich Punkte einnehmen. Uns bleibt ja nur noch B übrig. Wir haben nur noch 27 Leben in dem Sinne. Ja, ja, schön. Merke ich jetzt, dass ich jetzt was falsch gemacht habe bei der Waffenwahl. Oder beziehungsweise Waffenwahl nicht. Ich habe jetzt einfach die genommen oder habe jetzt gar nicht drüber überlegt. Aber gut. Werden wir mal diese Runde hier noch spielen und dann wäre es das eigentlich auch schon mal wieder von Videos machen. Komm. Man muss hier wirklich schnell vorrücken, ohne Verluste das Ganze. Hier war doch gerade noch einer. Hilfe bei kritischen Kill. So muss das doch sein. Solange die mich hier oben nicht merken. Das hat mich einer gemerkt. Okay, Niederlage. Das war das erste Mal soweit von mir. Das war's auf Basra mit Rush. Bis zum nächsten. Jetzt war gerade mit dem Mikro. Bis zum nächsten LP. Euer Alex. Haut rein.